Birgit Sippel, innenpolitische Sprecherin der S&D-Fraktion, direkt aus Straßburg. Der letzte Tag der letzten Straßburg-Woche vor den Ferien. Und wieder gab es zahlreiche, zum Teil sehr emotionale Diskussionen. Da stand wieder einmal auf der Tagesordnung TTIP, das Freihandelsabkommen mit den USA. Nein, es war noch keine abschließende Beschlussfassung. Aber wir haben klare Bedingungen gestellt, die erfüllt sein müssen für eine endgültige Abstimmung. Und klar ist auch, private und intransparente Schiedsverfahren kann es künftig nicht mehr geben. Nicht in TTIP, nicht in CETA und in keinen anderen Abkommen. Das ist eine gute Nachricht. Berichtet wurde auch viel über den Besuch des Ministerpräsidenten Tsipras. Griechenland, die Krise, viele können es schon kaum mehr hören. Doch seien wir ehrlich, Fehler wurden auf beiden Seiten gemacht. Bei den griechischen Regierungen, den aktuellen und den vergangenen, aber auch auf der Seite der Geldgeber. Noch findet der Dialog statt. Wir brauchen Reformen in Griechenland. Wir brauchen Möglichkeiten, Schulden zurückzuzahlen und wir brauchen ein Investitionspaket, damit für die Menschen neue Arbeitsplätze, neue Einnahmen entstehen. Ich kann nur hoffen, dass dieser Weg offen bleibt und alle Beteiligten die Chance erkennen, jetzt endlich einen neuen Weg einzuschlagen. Und ein weiteres wichtiges Thema wird uns auch nach der Sommerpause, über die Sommerpause hinweg bewegen. Die Frage, wie gehen wir mit Flüchtlingen und Zuwanderern um? Der Rat ist jetzt gefordert, eine Lösung auf den Tisch zu legen für die Umsiedlung von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien, aber auch für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Camps außerhalb Europas. Und seien wir ehrlich, ja, die Flüchtlingszahlen sind hoch. Doch andere Länder außerhalb Europas, ärmere Länder, haben schon sehr viel mehr Flüchtlinge aufgenommen. Wir haben eine Verantwortung, Menschen auf der Flucht zu helfen und sie dann auch in unsere Gesellschaft zu integrieren. Eine große Herausforderung, große Themen stehen vor uns. Eine spannende Woche in Straßburg geht zu Ende. Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause, soweit das möglich ist, und uns allen über diese Zeit hinweg und dann auch nach der Sommerpause möglichst gute Entscheidungen für ein gutes, zukunftsfähiges Europa.